Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hearthstone-Video. Mein Name ist Rotmac und wir haben jetzt das Sonnenwindfest. Ja, ihr könnt sehen hier, da sprühen einige Funken rum und das wollen wir auch gebührlich feiern mit dem Kartenchaos, das in dieser Woche stattfindet. Wobei, in dieser Woche ist ein bisschen verquert gesagt, denn das Ding geht jetzt schon seit Mittwoch und heute ist Montag. Ja, also nicht wie normal, es geht ein bisschen länger. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das ganze Kartenchaos dauern wird, aber es dauert auf jeden Fall länger als normales Kartenchaos. Und ja, wir wollen gleich mal eine Runde spielen, da kann man sich sehr gut messen, denn es geht hier auch ein bisschen um die Zeit. Ja, ihr könnt in dieser Woche 2 goldene Karten kriegen, wenn ihr das Kartenchaos bezwingt, und zwar mit, oder ihr müsst innerhalb von jetzt, lass mich nicht lügen, ich glaube 45 Minuten müsst ihr das Ding geschafft haben. Vorbehalten Entschluss, ne? Ich ist nicht ganz sicher, wie lange das geht, aber ich glaube 45 Minuten habt ihr Zeit dafür. Und es läuft wie ein Solo-Abenteuer ab eigentlich, ja? Ihr müsst, ich glaube, 8 Bosse besiegen, 6 oder 8 Bosse, werden wir es gleich sehen. Und ihr habt ein Deck und könnt dann natürlich das Deck immer wieder erweitern, wie wir es von den Solo-Abenteuern kennen. So, Bruchlandung auf dem Schwarzfels. Dalaran hat den Schwarzfels gerammt, spielt mit einem der bösen Bosse von Übel und findet einen Weg heraus. Wie schnell könnt ihr euch durch den Schwarzfels arbeiten? Das ist die Frage. Und wie gesagt, es geht halt auch um Zeit und deshalb werden wir versuchen, hier wirklich Gas zu geben. Ja, mein Ziel, mein erklärtes Ziel ist es, unter 30 Minuten da durchzukommen. Es ist heftig, ich weiß, 30 Minuten ist nicht ohne. Ich versuch's. So, wir wählen uns eine Klasse aus. Beziehungsweise wir kriegen zuerst die Herausforderung, es sind 8 Bosse, wir können sehen. Hochlord Omok ist zuerst dran. Ich hauen, Heldenfähigkeit vernichtet einen zufälligen verletzten Diener eures Gegners. Ist heftig. So, wir aber werden uns hier einen Boss auswählen, den wir spielen. Und ich möchte gerne Dr. Boom spielen. Ganz aus dem einfachen Grund, ich habe den schon gespielt und es hat ganz gut funktioniert. Und deshalb habe ich mir gesagt, jetzt nehme ich auch den hier, um mit euch das Ganze hier zu feiern. Also, Dr. Boom hat folgende Heldenfähigkeit. Und zwar, mischt 2 Bomben in das Deck eures Gegners, ne, für 1 Mana, Freunde. So, und jetzt ist ganz klar, wohin das geht. Ne? Es geht in Richtung, wir wollen dem Gegner hier schön Bomben ins Deck mischen. Und dann muss er Karten ziehen und stirbt dabei. Ja, ich habe so ein bisschen rausgefunden für mich, dass es am besten funktioniert, wenn wir diese Pakete wählen können an 3 Karten. Dann nehmen wir am besten entweder was mit Bomben oder was mit Mechs. Ja. Auch da, wir dürfen nicht zu viel Zeit verlieren, wenn wir da was auswählen wollen. Deshalb wird das relativ schnell gehen. Ja, wir wollen tatsächlich unter diesen 30 Minuten das Ganze hier beenden. Also, ich werde mich dann ziemlich rasch entscheiden. Keine großen Diskussionen, sondern wir spielen, spielen, spielen. Ich werde versuchen, das nachvollziehbar hier wieder zu kommentieren, aber halt nicht so wie sonst, dass ich mir da richtig schön Zeit lasse, sondern wir wollen einfach vorankommen. Also, hey, ich habe nie gesagt, dass ich das Ding auch steuern kann. Das ist das Thema heute. Also, wir beginnen. Und zwar hier mentale Vorbereitung, die läuft. Ich muss mich noch ein bisschen locker machen, so. Nicht mal vielleicht, ne, das klappt auch so. 30 Minuten, Freunde. Ich bin gespannt, ob wir es überhaupt schaffen. Und wenn ja, innerhalb von 30 Minuten. Es geht los gegen Hochlord Omok. Zerquetschen. So, und ich beginne gleich. Ich nehme diese Karte raus hier. Wir nehmen das Elec und schwungvoller Hieb nehmen wir mit. Ja, Explodinator, das passt. Unsere Heldenfähigkeit wird natürlich zuerst gleich mal benutzt. Mal schauen, was wir da kriegen. Okay, können wir sowieso nicht spielen. 2 Bomben rein und abgegeben. So, Hochlord Omok, 1 Mana. Er kann, wie gesagt, einen verletzten Diener zerstören, wenn er möchte. Hier nochmal 2 Bomben rein. Mehr können wir sowieso nicht machen momentan. Im nächsten Zug könnten wir mehr machen, werden wir aber nicht. Ich werde im nächsten Zug trotzdem noch einmal... Doch, wir spielen das Elec. Wir spielen das Elec. So, jetzt haben wir was draußen für 3 Schaden. Im nächsten Zug kann ich dann schwungvoller Hieb draufsetzen plus nochmal 2 Bomben legen. Ja, das heißt dann 4 Bomben dank dem Elec.
So, genau. Also schwungvoller Hieb hier drauf. Dann zwei Bomben gehen ins Deck. Mit dem Eric gehen vier Bomben ins Deck. Es muss nur eine Bombe gezogen werden und dann haben wir den ersten Boss bereits erledigt. Hier ist die Bombe. So, der erste Boss ist down. Es geht gleich weiter mit dem zweiten Boss. Zuerst können wir uns aber was auswählen. Und da schauen wir mal, was wir da zur Verfügung haben. Ja, immer schön wegklicken das Ganze. So, getreuer Handlanger. Spielbeginn. Zieht diese Karte. Spott erhält in jedem Zug auf eurer Hand +1/+1. Oder wir haben hier passiv. Gebt eurem Gegner zu Beginn des Spiels zwei Exemplare von Verflucht. Oder passiv. Eure Todesröcheln-Effekte werden zweimal ausgelöst. Rafams Hand. Finde ich richtig gut. Dann haben wir hier die Möglichkeit mit Eifer. Ja, wir schauen jetzt nicht alle einzeln an. Wir wollen ja die Zeit ein bisschen aufsparen. Wir haben hier Waffen, Arsenal oder wir haben Rüstung. Und ich würde sagen, wir nehmen Arsenal, wenn wir wollen... Ja, nee, Eifer, komm, wir nehmen Eifer. Wir wollen ja aktiv werden. Ja, es muss schnell gehen. Also, der nächste Boss. Wir schauen uns die Heldenfähigkeit gleich an, sobald wir im Spiel drin sind. Bezahle Musikanten, die sind bezahlt. Es kann losgehen. Baron Geddon. So, hier alles mal vermischt. Ja, da können wir gar nichts gebrauchen zu Beginn. Das nehmen wir mal alles raus hier. Alles rausgenommen. Eine neue Hand wird uns auferlegt. Und zwar haben wir hier der Bummschädel, weitreichende Stöße oder Dr. Booms Boombox. Er bekommt zweimal Rafams Hand in die Hand. Und er wird somit verflucht. Ich gehe hier mal einmal Bomben legen, gebe ab. Die Heldenfähigkeit ist, fügt dem feindlichen Helden 5 Schaden zu, wenn er noch über Mana verfügt. Also wir müssen alles Mana immer verbrauchen, sonst kann er für 0 hier mir 5 Schaden machen. Und ihr habt es gesehen, verflucht, ne? Er kriegt hier einfach mal 4 Schaden ins Gesicht. So, sehr gut. Notz, die erste Maat wird gespielt. Eine Bombe, zwei Bomben werden gelegt und mit einem gehen wir ins Gesicht und geben gleich ab. So, es gibt wieder 4 Schaden von den beiden Verfluchtkarten. Eine könnte jetzt ausspielen, dann ist er die mal los, hat aber nur noch 11 Leben. Das geht relativ fix. Keine Bombe hat er nicht gezogen. Verflucht spielt er aus. Okay. Wir haben 3 Mana. Wir haben 3 Mana. Sehr gut. Hier kommt bissiger Schrotfresser. Wir legen 2 Bomben ab. Geben hier einen Schaden drauf, hier einen Schaden drauf. Heißt, 2 Schaden von Verflucht, 2 Bomben und er ist weg. Zieh 2 Bomben bitte. Na, keine einzige. Keine einzige. Flammenschürer spielt er dafür. Okay, kann man machen. Muss man nicht, aber kann man machen. So, wir spielen das folgendermaßen. Ich lege 2 Bomben ab. So, dann geht mal hier 3 Schaden. Hier noch ein Schaden. Komm. So. Verflucht, jetzt eine Bombe ziehen und vorbei ist es. Oder muss noch eine Runde weitergehen? Es geht noch eine Runde weiter. Verdammt. Verdammt, verdammt. Haben wir Zeit verloren. Für eine Runde haben wir Zeit verloren. Lavaschock, ich kann jetzt gar nichts großartig machen hier. Ich kann nur 7 Boombots herbeirufen. Ach du meine Güte, das war jetzt nicht sehr gut. Ach du meine Güte, okay, ich spiele halt Darius. Komm, ich spiele Darius, Bomben sind genug drin. Das sollte sich ausgehen. So, Bombe, sehr gut. Also, der zweite Boss ist auch besiegt. Hat jetzt am Ende dann doch ein bisschen länger gedauert, als ich mir das erhofft habe. Aber wir sind erst bei etwa 4 Minuten, ja. So, gibt noch ein bisschen Gold für die Bank. Sehr gut. Nehme ich gerne. So, wir haben hier bombenlos. Wir haben übermächtig oder Freibeuter. Bombenlos ist natürlich klar. Nehmen wir. Wir wollen voll und ganz auf die Bombenmechanik draufgehen. Hier aktiviert Akatron. Bin ich gespannt. Das sind verschiedene, die er da aktivieren kann. Die werden immer stärker. Also da müssen wir schauen, dass er hier nicht allzu viel aufs Board kriegt von diesen Golems. Ja, sind da Golems. So. Dr. Bomb gegen das Omnotron-Verteidigungssystem. Wenn der Name nicht so lang wäre, wären wir auch schneller. Ne? Wären wir auch schneller. So, also Kinetisches nehmen wir mit. Explodinator kommt erstmal raus. Das passt so. Jetzt hier noch irgendwas Schlaues. Nee, Blutsegelkultistin ist nicht schlau. Naja. Zweimal Rafams Hand in seine Hand.
Und es geht los. Nods erste Saat kommt dann als zweites an die Reihe. Erst einmal zwei Bomben in das Deck gemischt. So, zweimal verflucht heißt 4 Schaden dem Gegner hier mal schön ins Gesicht. Das dauert jetzt alles ein bisschen immer, ne? Ihr seht's, das braucht seine Zeit. Aber ich denke mir, wenn wir Schaden machen würden mit einem Diener, würde es auch ein bisschen dauern, ne? Die ganzen Anzeigen. Von daher passt das schon. Das geht sich gut aus eigentlich, meiner Meinung nach. So, ich gebe dem hier 2 ins Gesicht, also 1 auf den Gegner, dienerischen Diener. Ich will den weghaben. So, spielt er jetzt einen Verflucht aus, damit er hier nicht immer 4 Schaden kriegt pro Runde, oder will er was spielen? Das ist die Frage jetzt. Das ist jetzt die Frage. Er spielt einen Akkotron. Zauberschaden plus 2 für jeden. Okay, können wir so nehmen. Ich spiele jetzt erstmal bissiger Schrottfresser. Nochmal 2 Bomben ihm ins Deck. Mit 2 Schaden gehen wir auf ihn. Das heißt, er kriegt nochmal 4 Schaden. Ist er auf 11 Leben unten. 3 Bomben ziehen und das Ding ist vorbei. Wird er nicht machen. Wird er nicht machen. Aber vielleicht eine. Nein, keine. Wie viel hat er im Deck? 29 Karten, das ist viel. Ein Verflucht spielt er aus. Airchock, wahrscheinlich auf ihn. Ja, okay, ist weg. Der wird auch weggehauen. Kann ich so akzeptieren. Ist halb so schlimm. So, wir spielen das Elec. Wir geben hier 4 Bomben ins Deck. Ich hau ihn hier weg, ne? Zauberschaden, das muss weg. So, und jetzt haben wir hier relativ viele Karten drin. 2 Bomben. Komm, 2 Bomben ziehen. Keine. Okay. Toxitron ist hier. Ein 3-3er. Ne? Fügt allen anderen Dienern zu Beginn eures Zuges einen Schaden zu. Kann man machen. Kann man machen. Man kann aber auch das ausnutzen. So, Boombots rausgehauen. Und dann sollte das Ganze hier aber auch zu Ende sein. Jetzt macht er hier einen Schaden an alle Diener. Das heißt, hier gibt es mal schön Schaden, der verteilt wird. Und das wird auch der Sieg für diese Runde sein. Sehr gut. Boss Nummer 3 liegt auch im Staub, Freunde. Das geht hier richtig zackig voran, muss ich sagen. Ja, bisher gar nicht mal so schlecht. So. 3 Bosse. Wir sind beim 4. Boss. Und da haben wir hier Eisen und Stahl. Gefällt mir schon ganz gut. Omega-Montage, Robokraftprotz und der Boomhasher mal wieder. Wir nehmen's. Wir nehmen's. Passt für mich. So. Was haben wir hier? Gar fügt allen Dienern einen Schaden zu. Heldenfähigkeit für einen Mana. Genau, der hat sein Board noch gefüllt. Werden wir gleich sehen. Der hat sein Board gefüllt und seine Diener machen dann beim Todesröcheln, also als Todesröcheln-Effekt, auch nochmal Schaden. Ich werde es gleich zeigen. Ich werde es gleich zeigen. So. Auf geht's, Freunde. Auf geht's. Husch, husch. Der Hasher kommt erstmal raus. Der Rest passt so eigentlich. Passt gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn hier? Omega-Montage. Naja, ist dann was für bei 10 Mana. So, 2 Verfluchungen in die Hand. Hier haben wir die gegnerischen Diener. Ich schaue sie mit. Wir schauen sie uns gleich zusammen an. Zuerst 2 Bomben. So, also er kann immer einen Schaden machen. Dann haben wir hier Feueranbeter. Todesröcheln fügt dem feindlichen Helden für jeden Feueranbeter, der in diesem Zug gestorben ist, einen Schaden zu. Ja, alles 5-5er heißt, wir müssen die so ein bisschen dazu bringen, dass sie nicht alle gleichzeitig sterben. Ja, bring die mal dazu. Ja, müssen wir jetzt irgendwie dazu bringen. Erst nochmal 2 Bomben in sein Deck und weiter geht's. Nochmal verflucht 2-mal. Die Frage, wird er einen Verflucht spielen jetzt oder macht er sich den Schaden? Er macht Magma-Welle. Okay, kann man machen. Muss man nicht, aber kann man machen. Sehr gut. Wir nehmen hier bissiger Schrotfresser. Dann machen wir hier nochmal 2 Bomben in sein Deck. Er kriegt nochmal 4 Schaden von den Verfluchungen. Ist er schon auf 18 live unten? Finde ich ganz gut, das mit dem Verflucht. Das haut ihn hier stetig runter. Er müsste jetzt, ja genau, Magma-Welle und jetzt vielleicht einen Verflucht rausspielen. Ich hoffe nicht. Aber was will er denn sonst, ne? Board ist auch voll. Muss er fast. Muss er fast. So, jetzt können wir das folgendermaßen machen. Ich gebe dem hier noch die Möglichkeit, gegnerischen auch noch, oder benachbarten, die dann auch noch Schaden zu machen. 3 sind weg auf einmal. Gibt aber auch schön Schild. Ich kriege hier Schaden. Ich mache hier noch eine Bombe rein, oder 2 Bomben rein ins Deck und gebe ab. Das passt doch ganz gut. 27 live, also bitte. Ja, das stehen wir gut hier.
Bombe, 5 Schaden, ist auf 11 unten. Keine Bombe mehr. Okay, 11 Leben. Meiner ist auch weg. Verflucht, spielt er aus, er hat keinen Verflucht mehr. Wir müssen jetzt 11 Schaden irgendwie irgendwann mal so hinkriegen. Die Frage ist, wann und wie und überhaupt, ne? Wir machen 3 Schaden, 3 Rüstung. So, 2 Bomben ins Deck. Und wir hauen hier noch einen weg. So, gibt einen Schaden, ist halb so schlimm. So, eine Bombe. Noch eine Bombe und das Ding ist gelaufen. Hier ist die Bombe. Sehr gut. Auch Gar wurde besiegt. Es geht weiter. Wir sollten mal irgendwann Murlocs ziehen, die uns Karten ziehen lassen. Und den Gegner auch. Dann würden wir hier schneller vorankommen mit den Bomben, meiner Meinung nach. Also, was kriegen wir hier? Wir haben verursacht 20 Schaden, der auf alle Feinde verteilt wird für 4 Mana. Bringt alle feindlichen Diener zum Schweigen und vernichtet sie. Oder ruft am Ende eures Zuges eine Kopie dieses Dieners herbei. Für 3 und 3 Dreier. Ja, warum eigentlich nicht? Hä? Warum eigentlich nicht? Da muss er... Muss er denn wegmachen? So, Eisen und Stahl. Hier wieder der Hescher. Die sind einfach zu teuer. Die sind jetzt zu teuer. Das ist jetzt wirklich too much. Fügt allen verletzten Dienern 3 Schaden zu. Das ist auch nicht so gut, ne? Na komm, Eisen und Stahl halt. Wirken magnetisch zumindest. 5 von 8. Ist jetzt nicht perfekt, ne? Also ich hatte auch schon bessere Decks zusammen. Ja, müssen wir schauen. Ob wir da trotzdem irgendwie weiterkommen damit. Ich sehe gerade, ich bin so ein bisschen tief, ne? Kamera hat sich verrutscht seit dem letzten Mal. Irgendwie. Oh, muss dann beim nächsten Video mal wieder die Kamera ein bisschen richten. Naja, schlimm ist es ja nicht. Schlimm ist es nicht. So, was machen wir hier? Explodinator, alles raus? Brauchen wir nicht. Wie lange haben wir denn hier? Von der Zeit her etwa 12 Minuten. Wenn ich das richtig im Griff habe, spielen wir circa seit 12 Minuten. Sind bei Boss Nummer 5. Ja, nicht mehr so schlecht. Also, die Hände wurden verteilt. Wir kriegen hier auch noch, zerstöre die Waffe eures Gegners, weil er kann eine Waffe anziehen. Werden wir gleich sehen. Er hat hier, legt eine Waffe an, die stärker wird, wenn euer Gegner eine Karte ausspielt. Erstmal 4 Schaden ins Gesicht. Wir wollen ja nicht unbedingt Karten ausspielen, denn wir wollen ja prinzipiell schauen, dass hier sein Deck gefüllt wird. Das ist das Wichtige für uns. So, wir können die ganzen Karten ja auch schön in der Hand halten und abwarten. Ist eine 1-0-6er Waffe, also momentan kann er eh nichts machen. Er muss warten, bis wir hier was spielen. Jetzt für 2 Mana spielt er verflucht. Er kriegt erstmal eine Bombe ins Gesicht. Kann man machen. Er spielt einen Drachen ein. Sehr speziell. Ein Zwielichtwelpling. 2 Dreier, okay. Wir machen einfach mal weiter. Wir machen da einfach mal weiter und setzen mehrere Bomben ihm ins Deck. Verflucht zweimal wieder, ist er auf 18 Leben unten. Ja, 4 Bomben ziehen und der ist weg. Wird er nicht machen, 4 Bomben ziehen. 28 Karten, ich meine, das ist viel. Einmal verflucht gespielt. So. Dann haben wir 4 Mana. Wir könnten theoretisch aufziehen, Goblin. Wir könnten auch. Ruft am Ende eures Zuges. Dann habe ich 2 davon, ne? Lass mal den spielen. Er kann mir einen wegmachen. Jetzt hat er hier einen Schaden, den er machen kann. Er könnte mit seinem Zwielichtwelpling und seiner Waffe könnte mir den weghauen. Aber ich krieg ja. Ja. Sowieso eine Kopie. Die dann auch wieder eine Kopie herbeirufen würde. Von daher gar nicht mal so schlecht. So, Bombe, los! 11 Leben noch. Nochmal eine Bombe? Nee, keine Bombe. 11 Leben noch. Verflucht wird gespielt. Also, keine Verflucht mehr ist in seiner Hand. Keine Verflucht mehr. Okay. So, was machen wir denn Schönes? Wir haben Möglichkeiten. Und zwar, ich habe 5 Mana. Lass mal so spielen. Schrotfresser. 2 Bomben ins Deck. Mit 3 ins Gesicht. Ja, und jetzt sollten wir das Ding eigentlich haben. So, wir zerstören noch die Waffe. Was weg ist, ist weg. Dann muss er hier 1 Mana bezahlen, damit er da wieder eine Waffe kriegt, was dann wieder eine Nuller-Waffe ist. Und da ist der Sieg sowieso, ne? 5 Schaden. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das geht richtig schnell voran hier, Freunde. Richtig geil. Also, wir kommen zum nächsten Boss. Erst einmal bombenlos. Entweder diese Karten
oder Eisen und Stahl. Nicht schlecht, aber ich würde sagen, bombenlos. Komm, ist alles kostengünstiger. Und wir wollen ja kostengünstig vorankommen. Erhaltet einen zufälligen Zauber von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Für ein Mana. Ja gut, die ganzen Zauber des Kriegers. Ich weiß nicht, ob die wirklich so gut sind. Ne? So hinrichten und so ist schon geil. Aber da muss er auch zuerst einen Schaden machen. Von daher... vielleicht nicht das Wahre. Boombots, ne? Kann er dann wegmachen. Okay, wir nehmen die erstmal raus, die beiden. Bissiger Schrottfresser. Warum nicht? Kann man machen? Schrottfresser, nicht Schrottfresser. Schrottfresser. So, aber erst einmal werden wir wieder Bomben legen. Rafams Hand zweimal in seine Hand rein. So, dann einmal zwei Bomben in sein Deck. Nefarian, du wirst leiden. 4 Schaden, er ist auf 36. So, macht er seine Heldenfähigkeit. Ich glaube, er muss, ne? Es ist, wenn das so, das schaut aus, als würde das in jeder Runde gemacht werden. Werden wir sehen. Zwielichtwelblinge, reicht sogar noch für einen Zwielichtwelbling. Kann man machen. So, wir können Sachen spielen, werden aber nicht. Wir werden nochmal 2 Bomben ins Deck legen. Ja, immer wichtig, schön die Bomben ablegen. Sind wir schon wieder bei 4 Bomben im Deck, sind 20 Schaden potenziell, ja. Also da hat man natürlich Möglichkeiten. So, nehmen wir es in die Hand, das stimmt für mich so. Eine verflucht spielt er. 2 Schaden. So, und wir, das rentiert sich nicht, den jetzt auszuspielen. Ich würde sagen, wir machen einfach genauso weiter. Wir sind bereits bei 30 Schaden. Würde reichen, ne? 6 Bomben drin. Jetzt alle nacheinander ziehen und das Ding wäre vorbei. Werden wir aber nicht. So. Er hat noch 3 Mana. Er hat noch einen Verflucht, ne? Er hat, glaube ich, noch einen Verflucht in der Hand. Kann sein. So, wir machen das jetzt so. Auf Zignom. Ja, eine Bombe rein und nochmal 2 Bomben. Das sind Bomben. Da sind richtig viele Bomben mit drin. 23 Life hat er noch. 5 Bomben ziehen. Er hat etwa 7 Bomben oder so im Deck. Das Problem wird sein, wenn er die Karten zieht und er hat die Hand schon voll, dann bringt ihm das nichts mehr. Also dann machst du ihm keinen Schaden. Das ist jetzt ein bisschen doof. Habe ich jetzt nicht mitberechnet. Okay. Das habe ich jetzt nicht mit einberechnet. Das ist natürlich jetzt blöd. Er sollte jetzt möglichst viele Bomben ziehen. Verflucht. Keine Bombe. Verdammte Axt. Jetzt müssen wir schauen, dass er was ausspielt. Spalten. Oh, oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Ich wollte Kraftprotz auf einen von denen legen. Nochmal spalten. Das Gute ist, er spielt jetzt viele Karten aus. Das heißt, er hat wieder Platz für die Bomben. Das Dumme ist... ich kriege auch so ein bisschen jetzt auf die Schnauze, ja. Jetzt gehen wir hier ein bisschen, kommen wir unter Druck. So ein kleines bisschen. Ja, aber nicht verzagen, liebe Freunde. Einfach weitermachen. So. Kann er mir weghauen. Ist mir klar. Verflucht. 2 Schaden. 3 Bomben ziehen. Wir haben so viele Bomben drin jetzt. Bombe Nummer 1. Noch 2 Bomben. Ja, okay. Wilde Magie. Wie viele Karten hat er? 3... 6, 8, ja gut. 9. Verflucht, spielt er aus. Er muss den jetzt wegmachen, ja, das war klar. Ah, 2 Drachen auf die Hand. Da hat, glaube ich, noch Platz für eine Karte in seiner Hand. Für eine verdammte Karte. Was machen wir denn Schönes? So, ich spiele mal die erste March. Ja, dann geben wir hier... der Waffe noch ein bisschen hier Push, ne? Dann spielen wir bissiger Schrottfresser oder Schrottfresser. Mit 2 ins Gesicht. 8 Schaden. So, 2 Bomben. Ah, keine. Wilde Magie. Er hat 7, 8 Schaden hat er auf dem Board. Ja, dann kommen nochmal 3 hinzu. Klaue. 3 Schaden kann er so machen. Plus 2 Rüstung. Okay, speziell. Speziell. So, was machen wir denn am besten?
Am besten würde ich sagen, machen wir das so. So. Na, ist vielleicht nicht so schlau gewesen. Naja, was soll's. Was soll's. Komm, wir machen hier mal. Bisschen Rambazamba. Meiner bleibt. Das ist gut. Eine Bombe ziehen und fertig ist. Ja, super. Super. So muss das. Auf geht's, auf geht's. Die 30 Minuten sind absolut in Reichweite, Freunde. 30 Minuten sind in Reichweite. Ich weiß gar nicht, bei welchem Boss wir jetzt sind. Bomben los. Wir haben Dr. Boom. Wir haben Bombenwerfer. Das sind Rüstungen. Und da gibt es auch nochmal Max und Rüstungen. Wir machen Bomben los. Weiter, weiter, weiter. Boss 7 von 8. Zwei Bosse noch, Freunde. Ich bin gespannt, ob uns das reichen wird. Erstens mal werden wir die zwei Bosse noch besiegen. Und zweitens bleiben wir unter den 30 Minuten. Es ist möglich. Es ist möglich. So. Ja. Komm, raus, raus. Brauchen wir nicht. Hier ein bisschen Tempo-Teufel, Freunde. Tempo-Teufel. Ah, der Boomherrscher ist aber zu teuer. Das sind so teure Karten hier. Meine Fresse. Für null. Was hat er denn für null hier für eine Heldenfähigkeit? Schauen wir uns gleich an. Erst einmal muss ich hier schauen, dass da zwei Bomben in sein Deck gehen. So, Heldenfähigkeit. Jeder Spieler zieht zwei Karten. Ja, richtig geil, Freunde. Richtig geil. Ja, schön das Deck mit Bomben füllen und dann tötet er sich selber quasi. Die erste Bombe zieht er bereits. 31 live. So, nochmal zwei Karten ziehen. Das Ding wird aber auch sein, hier die Hand wird relativ schnell voll sein. Da müssen wir natürlich auch aufpassen. So, dann machen wir hier zwei Bomben ins Deck, solange das noch geht, ne? Ein Schaden da drauf. Ich krieg einen Lakaien und zwar hier ruft einen zufälligen Diener herbei, der zwei kostet. Ist ganz gut. Ist ganz gut. So, verflucht zweimal. Spielt er jetzt eine verflucht? Ist die Frage. Erstmal Karten ziehen. Wichtiger Hund. Wichtelexplosion. Ist bereits verbrannt. Er spielt eine verflucht aus. Okay. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir in dieser Runde eher auch Karten spielen können. Denn mit den Bomben, die werden verbrennen wahrscheinlich. Die werden zuhauf verbrennen. Also, wir spielen Diener aus. Wir müssen da jetzt mit Diener arbeiten. Zuerst dachte ich mir, hey, cool, immer zwei Karten ziehen. Das Problem wird sein, wenn er die Hand voll hat und eine Bombe verbrennt, dann macht die keinen Schaden. Weil er verbrennt jetzt sonstige Karten, das ist schon mal gut. Wir können dann gegen Ende vielleicht, wäre es nicht schlecht, wenn wir da Bomben legen können. Wenn am Ende noch viele Bomben im Deck hat, dann ist es natürlich super dann. Ja, mir verbrennt es jetzt auch schon langsam, die ganzen Karten. Ich nehme jetzt mal die Waffe. Oder? Ja, ich nehme die Waffe. Kann ich nachher noch die Waffe pushen? Wir gehen damit mal ins Gesicht mit dem, was geht halt, ne? So, eine Bombe geht ihm ins Deck. Er kann momentan noch ziehen. Karten. Er kriegt eine Bombe. Sehr gut. 5 Schaden. Ist er auf 12. Noch eine Bombe, bitte. Na, leider nicht. 2 Karten ziehen. Arkane Geschosse wird verbrannt. Wichtelexplosion. Kriegt er noch die kleinen Wichtel. Das geht in Ordnung. Ist halb so schlimm. So, wir machen das natürlich jetzt so. Aber ich habe keinen Piraten. Habe ich jetzt nicht mitgedacht. Ist egal. Ist egal. Einfach schön weitermachen. Mehr Bomben ins Deck. Mehr Bomben braucht das Land. Ja, eher nicht. So, Flammenwichtel weg. Zwielichtdrache weg. Er hat noch 17 Karten im Deck. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Wir haben hier 3 Schaden raus. Wir haben hier nochmal 3 Schaden. Da sind wir schon auf 6 Schaden, Freunde. Aufzieh. Wird nichts. So. Jetzt ist die Frage, wie genau? Ja. Ganz einfach. 3 ins Gesicht. Nochmal 3 ins Gesicht. Bomben in sein Deck. Und jetzt eine Bombe ziehen und wir haben's. Ah. Ist die Hand voll? Ja, siehst du, die Hand voll gehabt. Die Bombe ist verpufft, ohne dass er Schaden nimmt. Jetzt spielt er aber zum Glück mehrere Drachen aus. Das ist gut für uns. Das ist prinzipiell gut für uns. Jetzt hat er wieder mehr Platz auf der Hand. Heißt, wir machen das jetzt so. Ich werde nachher im Scharmützel spielen.
werde jetzt Scharmützel spielen. So ein Wichtel darf bleiben. Wäre kein Problem. Ah, der Große bleibt. Natürlich, oder? So, zwei Bomben wieder drin. Jetzt eine Bombe ziehen. Ah, aber jetzt eine Bombe ziehen. Komm. Ja. Das ist es. Wir kommen zum letzten Boss, Freunde. Wir kommen zum letzten Boss. Da geht was. Da geht definitiv was. So. Was haben wir denn für eine Auswahl? Eure Todesröcheln-Effekte. Zauberschaden plus 3. Und fügt allen feindlichen Dienern 4 Schaden zu. Todesröcheln. Mischt dieses Karte neu in euer Deck. Ja. Ja. Als Kampfschrei-Effekt hier mal Schaden machen. Freibeuter? Nee. Hier haben wir Eifer. Warum nicht? Spalten. Na, übermächtig, ne? Wir nehmen tatsächlich hier Eifer. So. Ragnaros, der letzte Boss ist hier dran. Und zwar ruft ein Magmawurm 5-1 herbei. Magmawüter. 5-1. Ja. Schön. Den einen Schaden müssen wir dann trotzdem machen, ne? Irgendwie. Irgendwie muss das auch noch klappen. Wird das auch irgendwie. Bin ich davon überzeugt. So, Bombenwerfer zum Beispiel. Sehr schön. Ah, Brandbronzebart. Sehr schön. Aber die kommen erstmal alle raus. Alle raus. Ich muss... Oh, der hat noch eine Waffe angezogen. 2-6er-Waffe. Alter Falter. So, Omega-Montage. Naja, weitreichende Stöße. Ja, kann wichtig sein. Aber das Wichtigste ist jetzt erst einmal nicht die Nerven verlieren und ihm 2 Bomben ins Deck ablegen. Was hat er denn hier? Todesröcheln-Effekt, dann kommt es weg. Wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? 4 Schaden hat er schon mal gefressen, er kann noch kein Verflucht ausspielen. Er geht mit 2 mir ins Gesicht. Kann man machen? Kann man natürlich machen. So, wir machen gleich weiter, so wie wir angefangen haben. Und zwar mit weiteren 2 Bomben in sein Deck. Es gibt wieder 4 Schaden von Verflucht. Jetzt spielt er einen Verflucht oder spielt er einen Magmawüter? Das ist jetzt die Frage. Wir haben dann 3 Mana. Erstmal gibt es 5 Schaden von einer Bombe ins Gesicht. So, noch 3 Bomben sind drin. Er spielt einen Verflucht aus. Ist mir natürlich auch recht, ne? Wir können das hier verzögern, dass hier keine 5-1er rauskommen. So, jetzt haben wir 3 Mana. Freunde. Wir machen das so. Ich warte jetzt hier nicht, bis ich da die Hand voll kriege. Wir machen das jetzt so und... Eternium-Flitzer. Gar nicht mal so eine schlechte Auswahl. Verflucht gibt ihm 2 Schaden ins Gesicht. Klar, er kann jetzt mit der Waffe einmal draufhauen. Ich überlebe. Boah, Sohn der Flamme. Sohn der Flamme. Dieser Sohn einer Flamme. Halt, ne? Hauen wir weg. Hauen wir weg und zwar mit schwungvoller Hieb. So. Wieder 2 Bomben ihm ins Deck. Er hat noch eine Verflucht noch in der Hand, oder? Ja, eine Verflucht ist noch da. 23 live. Jetzt lass mal ein bisschen Bomben ziehen hier. Freundchen, zieh mal ein bisschen Bomben. Geschmolzener Riese spielt er. Ach du meine Fresse. Und ich habe gar nichts, um das wegzumachen, sehe ich gerade. Eieiei. Aber wir spielen den mal. Wieder 2 Bomben ihm ins Deck. Wir müssen einfach damit arbeiten, dass wir hoffen, dass er hier genug Karten zieht. 21 Leben hat er noch. Verflucht ist immer noch mit im Spiel. Spielt er jetzt immer noch nicht. Brandwachenzerstörer. Das war klar. Mit 8 Schaden geht er mir ins Gesicht. Das war auch schon fast klar. So, was machen wir denn jetzt hier? Am Elec. Wir spielen den Guten. So. 4 Bomben sind drin. 2 Schaden gibt es hier nochmal. 17 live. Komm, 4 Bomben ziehen. Keine. Verflucht wird ausgespielt. Okay, jetzt kommt noch ein Wüter wahrscheinlich. Nee. Ah. Freunde, das wird eine knappe Nummer. Das wird eine knappe Nummer. Bin ich so langsam der Meinung. Nicht gut. So, Heldenfähigkeit hat gewechselt. Jetzt ist die Frage. Wie wollen wir da weiterziehen? Bombenwerfer könnte eventuell ihn weghauen. Ist ein 3-3er noch. Machen wir mal. Nein. Das ist der Falsche. Naja, wir machen weiter. Eieiei, Freunde. Das letzte Spiel. Werden wir das jetzt verlieren? Ich ziehe einfach keine Bomben mehr.
Ja, zu viele große. Ich bräuchte jetzt dann mal Scharmützel. Und zwar dringend. Scharmützel. Alter. Ich habe kein Scharmützel. Es gibt nur eine Möglichkeit. Volles Risiko. Volles Risiko. Ich muss hoffen, dass er jetzt einfach genug Bomben nacheinander zieht. Drei Bomben nacheinander. Das Einzige, was jetzt zählt. So viele Karten. Eine Bombe. Zwei Bomben. Alter. Alter. Wie die dritte. Ja! Das darf nicht wahr sein. Lucky Punch. Alter. Nein. Doch. Aktueller Rekord. Nee. Ach. Das wird mein neues Geheimversteck. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Freunde? 30 Minuten 51 Sekunden. Alter. Ja, gut, aber es ist gut. Kann man so stehen lassen. Bin ich zufrieden mit. Heieiei. Okay, ja, Freunde, das war's dann auch von diesem Kartenchaos. Hat eine Menge Spaß gemacht. Am Ende muss ich aber auch sagen, hatten wir richtig, richtig Glück. Ja, einfach nochmal alles drauf gewettet, alles auf schwarz quasi. Alles drauf gewettet, dass er hier genug Bomben in seinem Deck hat, damit er auch drei Bomben nacheinander zieht. Und ja, Fortuna war mir hold. So, danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ja, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten schreibt mir mal in die Kommentare, wie lange ihr denn gebraucht habt. Was ist euer bester Run hier? Ihr habt es gesehen, bei mir waren es irgendwie 29 Minuten und 59 Sekunden oder so. Irgendwie sowas, knapp unter 30. Schreibt mir euren besten Run auf und mit welcher Klasse oder mit welchem Helden, mit welchem Bösewicht ihr das Ganze bezwungen habt. Ja, würde mich sehr wundern nehmen. Und dann abonnieren nicht vergessen, Freunde, damit ihr auch kein Video auf meinem Kanal verpasst. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao!